Hallo liebe Campernation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir testen den Teddy aus und jetzt werdet ihr euch sagen, hä, wieso, warum? Na, das erfahrt ihr nach unserem Intro. Ja, wie ihr euch zu Recht fragt, jetzt sagen die, wir testen den Pepper aus. Das letzte Video war doch eine Art schon, da waren die doch schon. Und Wintercamping hieß das letzte Video. Ja, wir sind wieder im Wintercamping, logischerweise. Der Wagen steht ja im Harz und ist hier sozusagen als Saisonstellplatz gemietet und dementsprechend, ja. Aber wir wollen ja auch mal gucken, wie ist das eigentlich so? Hier das Leben und so weiter, weil wir selber waren immer nur zu Gast hier. Diesmal haben wir ein ganzes Wochenende, wo wir den Teddy komplett austesten können. Genau, von der Dusche, vom Essen. Wir sind jetzt schon seit gestern hier, also da haben wir euch noch nicht gezeigt. Nein, wir fangen erst heute an. Wir müssen uns erstmal selber akklimatisieren. Auf jeden Fall werden wir in diesem Video einfach mal den Van testen auf Nieren. Und wir haben schon Probleme von Stefans Eltern mit rübergebracht. Das werden wir euch aber nach dem Frühstück erklären. Genau. Ja, ein sehr ungewöhnliches Bild für uns. Also wir sind das jetzt schon ein bisschen gewöhnt, aber was ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass Monsieur steht, ich sitze und schaue mir das an. Macht nämlich jetzt unser berühmtes Frühstück. Ei und Schinken. Mein Tee, der zieht schon. Kaffee muss eigentlich noch aufgegossen werden. Ich glaube, das wird er mir gleich geben. Jo. Und dann werden wir uns das hier schön gemütlich machen. Draußen richtig schön Schnee. Dazu aber später mehr. Ja, wir werden auch noch eine Wanderung machen, weil wenn wir schon mal das hier austesten können und uns erholen können. Genau, dann sollt ihr auch was davon haben. Und wir sind so froh. Also ganz ehrlich, Leute, die erste Woche, boah, die war ja schon wieder heavy. Also, so ist das. Da sind wir froh, dass wir hier die Saisonplatz haben auf dem Campingplatz, dass wir erholen können. Ja. Das dauert noch ein bisschen von Stefan und dann sehen wir mal weiter. Und wie das erste Frühstück nach der ersten Arbeitswoche dann ist. Gucken wir mal. Ja, lass uns mal überraschen, was die Brötchen hier können. Also ich bin noch nicht so ganz erfreut davon. Ja, die sind so ein bisschen hart. Aber gut, das ist halt Aufbackbrötchen. Geht auch anders. Aber wir machen das Beste draus und genießen das jetzt. Oh, Saft haben wir. Tee haben wir, Kaffee haben wir. Kaffee haben wir. Also eigentlich haben wir alles und wir sitzen halt sehr gemütlich. Das ist ja für uns echt genau. Was Besonderes. So, in diesem Sinne. Guten Hunger. Guten Hunger. Ja, wie ihr seht, die Haare sehen noch total schlimm aus. Nicht mehr lange, weil wir haben lecker gefrühstückt. Jetzt haben wir es 10.17 Uhr. Jetzt geht's unter der Dusche. Stefan ist da schon und säubert sich. Das testen wir natürlich auch. Und haben wir schon mal gemacht. War eigentlich ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist ja für uns mal wirklich so, als wenn wir in unserem Malibu wären. Bloß, dass wir halt in einem Weinsberg Pepper sind und das natürlich hier genießen. Danach haben wir noch ein wichtiges Reparaturthema. Und wir müssen dann auch die Toilette wegbringen. Ja, das hatten wir ja so auch noch nicht. Sind wir mal gespannt. Ja, man sieht noch völlig fertig aus, aber naja, so ist das nun mal. Als Camper darf man fertig aussehen, wird ja dann irgendwann, soweit man wieder richtig Camping gemacht hat, sieht man nicht mehr fertig aus, dann sieht man erholt aus. So, jetzt heißt es warten und vorher die Kamera ausmachen, weil nicht, dass ihr etwas seht, was ihr nämlich nicht sehen sollt. Nein, nee, nee, nee. So, also auch hier kann man sehen, die Isolierung ist recht gut. Klar, um den Dachluken rum. Ich sag mal jetzt hier, das ist das Badezimmer, wo ich gerade drauf komme, ist die Nett sozusagen, die Bank. Ich stehe da auf der Bank. Aber ansonsten.
kann ich nochmal nach vorne filmen. Ist überall gut Schnee drauf, also locker mal, ja, ich würde sagen 5 cm mal locker. Also das Zeichen dafür, dass das hier gut isoliert ist, ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist nicht schlecht. Ja, wie ihr seht, duschen war erfolgreich. Jetzt würdet ihr sagen, sicher, weil Haare technisch, aber wir machen uns die Haare nicht. Auch der Herr hat die Haare nicht gemacht. Jetzt setzt er weiter die Mütze auf. Genau. Weil wir wollen noch rausgehen und dann setze ich meine Bommelmütze auf, dann sind die Haare eh zerstört. Genau. Jetzt kommen wir zu einem Thema, beziehungsweise, nee, machen wir nicht. Duschen war in Ordnung, ne? Duschen war top, ja, alles gut. Wir müssen uns noch dran gewöhnen, weil wir wahrscheinlich mehr Wasser verbrauchen als normal. Ja, das ist halt so dem Umstand geschuldet, das kommt halt gleich immer rausgeschossen und ja, der Wasserdruck ist halt höher wie bei uns. Ne? So, das wollten wir noch gesagt haben und jetzt kommen wir zu einem Thema, damit hätten wir aber nicht gerechnet. Ja, das ist nun mal so, wir haben ja noch eine kleine Aufgabe bekommen von meinen Eltern. Schaut euch doch mal bitte den Sog an. Der tut's nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, woran es liegt. Also eine Vermutung ist da, dass wahrscheinlich der Motor ja hin ist. Warum auch immer, das muss man sich jetzt mal angucken. Und wir werden auf jeden Fall das Ding jetzt einmal messen, stromtechnisch, ob da Strom ankommt. Und dann können wir halt gucken, ob das der Motor ist oder nicht. Ob der sich drehen lässt, ob ja der nochmal anläuft oder nicht. Und ja, wenn das dann nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, müssen wir wohl mal eine E-Mail an Sog schreiben und mal gucken, was die dazu berichten, ob die uns irgendwie weiterhelfen können. Ja, das heißt, das schauen wir jetzt mal an, weil, hui, also Chemietoilette, also möchte ich nicht haben. Also man merkt schon, der Sog ist sein Geld wert. Ist sein Geld wert. Es ist halt einen sehr, sehr großen Vorteil, aber wenn es natürlich nicht läuft, ist es natürlich nicht so schön. Klar. Deshalb schauen wir mal, also ihr schaut ihm zu, wie er schaut. Mal sehen. Ja, also das, was ich vermutet habe, nämlich der Motor scheint es wirklich zu sein. Man sieht an ihm jetzt nichts irgendwie, was kaputt sein könnte. Ist normal, der ganz normale Motor hier. Aber wir haben gemessen, es kommt 12 Volt an oder beziehungsweise der Teddy ist am Strom angesteckt, das heißt 13,6 Volt. Ich messe das jetzt hier nochmal. Moment, so. Wie man sehen kann, 13,6 Volt, also das heißt genug Strom hat er. So, dass er eigentlich laufen müsste. Aber ja, wenn es der Motor nicht mehr tut, tut das halt nicht mehr. Dann werden wir uns mal mit Sog auseinandersetzen, mal fragen, ob die uns da weiterhelfen können. Und da werden wir euch natürlich auf den Laufenden halten. Wenn nicht auf unserem YouTube-Kanal, Instagram oder Facebook, da sind wir auch vertreten. Da gibt es auf jeden Fall Informationen, wie das hier weitergeht. Erstmal um das Abwasser noch kümmern. Das muss schließlich auch mal weggebracht werden. Und ja, je öfter man das macht, umso weniger muss man dann das alles auf einmal machen. Allerdings, es riecht natürlich auch ein bisschen, ne? Ist halt Abwasser. Es riecht aber jetzt nicht so schlimm nach Ei. Ich weiß nicht, also hatten wir letztes Mal immer was nach mit Ei? Das riecht diesmal nicht so schlimm. Und doch, wenn man näher rangeht, das kommt. Wir haben einen Vorteil, wir müssen nicht so weit weg. Der Platz, wo wir haben, ist das Abwasser direkt am Platz. Da haben wir richtig einen Vorteil. Leider kein Frischwasser, aber das werdet ihr dann ja sehen, wenn Stefan Wasser holt. Und sehr lustig ist, das Thermometer wird keinen richtigen Zeichen haben. Guckt ihr mal an, was am Thermometer dran ist. Eiszapfen, sehr lustig hier alles. Auf jeden Fall empfehlenswert ist so eine kleine Wanne, denn man bringt ja doch immer mal wieder Feuchtigkeit mit rein, also Schnee, gerade was an den Schuhen dran hängt und so weiter, dann kann man das da schön abstellen und dann kann das abtrocknen. Da haben die Eltern von Stefan eine richtig gute Idee gehabt. Ja, wir haben nochmal nachgemessen, haben das nochmal extra getestet. Motor nimmt keinen Strom mehr an, also bisschen schade, weil so müssen wir mit Chemietoilette auskommen, aber weil das ist wirklich, also das wird nicht unser, also das wissen wir auch ganz schnell, wenn unser Malibu da ist, muss der so kommen. Ja, ihr seht, Mütze ist auf, Handschuhe sind schon in der Hand, wir gehen jetzt spazieren und vielleicht zeigen wir euch da was oder nicht, werdet ihr einfach sehen, was als nächstes hier zu sehen sein wird. Wir wollten jetzt unsere Kamera nicht mitnehmen. Deshalb filmen wir jetzt einfach mal mit dem Handy, weil es ist ja relativ windstill. Und man muss schon sagen,
Ja, ich glaube, das hört man auch auf dem Video. Die Kinder freuen sich. Wir gehen jetzt durch den Märchenwald. Wie man sieht. Und das hat echt schon was. Mega. Richtig cool. Und ja, wir melden uns dann vom Campingplatz wieder. So, Hundestaffel Husky, die erste ist durch. Und das sieht einfach echt Hammer aus. Selten, dass es jetzt mittlerweile noch so viel Schnee gibt im Harz. Also deshalb schon mal was Besonderes dieses Jahr. Schnee gibt's viel, ne? Haben wir ja letztes Jahr in Österreich gehabt, auch vorletztes Jahr. Aber im Harz, auch. Im Harz ist das echt schon nicht so oft anzutreffen. Und leider durch Corona natürlich, naja. Aber ist ja klar, Corona ist da, also ist natürlich Winter, wie genau. Immer. Aber wir genießen es trotzdem. Das war wirklich spitze. Bevor wir jetzt nach Hause kommen und wieder ins Warme gehen, habe ich mir gedacht, ich gucke mal nochmal nach dem Gas. Wie viel Gas verbraucht es, beziehungsweise wie viel Gas verbraucht es, weiß ich gar nicht so ganz genau, wann die angefangen wurde. Aber man sieht hier ganz gut den Füllstand. Das hat halt den Vorteil, wenn es kalt ist, dann sieht man dadurch, dass es dann unterhalb gefroren ist, doch ganz gut, wie viel noch an Gas da ist. Also wir haben noch eine Viertelflasche. Ich denke mal, die werden wir bis morgen wohl noch so beibehalten, ohne dass wir sie verbrauchen. Wir mal gucken. Ja, was ein schöner Spaziergang, den wir jetzt gemacht haben. Und ja, wie alle anderen YouTuber, die wir so kennen, heißt es jetzt für uns arbeiten, datensicher. Datensichern, dann Instagram, Facebook posten. Oh, war richtig schön. Ja, wir haben ja tatsächlich hier in Clausthal, wo wir in der Ecke sind, Ordnungsamt ist unterwegs und selbst die berittene Polizei, wo ich das neueste Mitglied als Leithammel bin. Dass du ein Leithammel bist, wusste ich ja schon immer. Ja, weil das Pferd wollte nicht über die Brücke gehen, kaum gehe ich rüber, kommt das Pferd in mir hinterher. Ja, der Polizist hatte gesagt dann irgendwie, dass das wohl irgendwie als Leit genau. Irgendwie das gebraucht hatte. Das wahrscheinlich hat es sich nicht getraut, weil es nicht wusste, ob die Brücke stabil ist. Genau, hat geguckt, es geht, wenn der Dicke darüber geht, dann komme ich auch mit. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Ja, wir werden jetzt ein bisschen Datensicherung machen, trinken ein schönes Glas Wasser und wärmen uns erstmal auf. So ist es. Also, bis zum nächsten Take. Nachdem wir schön Datensicherung gemacht haben, haben wir noch entschieden, wir drehen noch ein Video. Das Video habt ihr schon gesehen, das ist das Video von letzter Woche, diese persönliche Kaufentscheidung. Ja, und jetzt wird Zeit, dass Stefan sich hier mal ums Essen kümmert. Also bereitet schon mal alles vor. Gibt's nämlich Klöpse, Buletten, Frikadellen, Fleischpflanze. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Begriff vergessen habe, dann mal gerne runter in die Kommentare, dann weiß ich, wie ihr das nennt. Ja, und dann müssen wir nochmal vor zur Rezeption, denn wir können hier auf dem Stellplatz Brötchen und Croissants hier vorbestellen. Wobei, wir werden diesmal nur die Croissants machen. Nur die Croissants. Die Brötchen waren so, waren lecker, aber ein bisschen hart, fand ich. Deshalb, aber gut. Dafür haben wir Geschmackssache. Genau. Wir haben extra Toast mitgebracht. Wobei, wir haben keinen Toast dann für Samstag, für Sonntag, für Montag. Da muss am Montag dein Papa Brötchen holen. Wir sehen. Ja, werden wir sehen. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt alles noch. Rendern tut gerade das Video. Das ist nämlich da unten. Das seht ihr gerade nicht. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Und wird bestimmt schon lecker werden. Gucken wir mal. Essen ist gekocht. Muss man mal ein bisschen weiter weghalten. So, sollte ich jetzt alles gesehen haben. Und während wir essen werden, erwarten wir, dass da auf dem Leppi das Video fertig gemacht wird, ne? Genau, das muss jetzt irgendwie, die Verarbeitung startet gleich. Naja, jetzt heißt es wieder abwarten. Wir hoffen, dass wir das nach unserem Essen dann hochladen, also online stellen können. Also wie gesagt, ihr habt es ja schon gesehen. Ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt ein Glas. Ich genauso. Und wir sagen zum Wohl und guten Hunger. Guten Hunger. Ja.
Und da ich nicht essen kann, wenn ich euch in der Hand halte, stellen wir euch mal an die Seite und wir werden erstmal in Ruhe essen. Nö, wir machen euch jetzt einfach aus. Oder so. Lecker gegessen? Oh ja. Du hast wieder viel zu gut gekocht. So? Das schafft er immer wieder. Wir mussten leider ein, zwei Kartoffelchen, die haben es nicht mehr geschafft. War da doch ein bisschen zu viel. Aber ist nicht schlimm. Wir haben auch dann abgewaschen. Wir haben auch unsere Pflicht dann sozusagen getan. Genau, haben alles wieder sauber gemacht. Mhm. Ja, jetzt haben werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen gemütlich machen. Das ist jetzt der Plan. Wir werden noch ein bisschen was gucken. Genau. Also das, was ihr in den heißen Vlogs immer schon gekannt habt, das kennt ihr auch. Wir werden, das heißt jetzt einen kleinen Break dann machen, weil wir dann irgendwann schlafen gehen. Und dann morgen geht es darum, diesen Wagen hier, den Pepper, winterfest zu machen. Weil ein, zwei, drei Tage wird er dann doch ein bisschen... den Minusgraden ausgesetzt. Und also alleine, ohne geheizt zu werden. Da ist es doch besser, dass die Leitungen und so weiter auch ein bisschen winterfest sind. Wir schauen mal, wie das funktioniert und da nehmen wir euch natürlich auf jeden Fall mit. Genau, der wird nämlich jetzt alleine gelassen und dann kommen auf jeden Fall wieder Stefans Eltern her und werden das genießen, wenn die Inzidenz nicht auf über 200 geht. Dann das, muss man mal gucken. Ja. Da müssen wir. Aber wie gesagt, wir werden jetzt wieder ins Bett gehen und ja, dann seht ihr morgen, wie ein Pepper Winterfest gemacht wird. Bis dahin. Gute Nacht. Nacht. Morgen. Guten Morgen. Wir haben schon wieder längst gefrühstückt, abgewaschen, alles schon fertig gemacht. War wieder lecker, das Frühstück. Och ja, also daran kann man sich gewöhnen. Also das muss ich sagen, das ist in einem Pepper. Kann man das gut machen. Das ist super, ja. Und was wir jetzt auch festgestellt haben, weil wir waren ja immer zu Gast hier. Die Kamera festhalten. Wir waren ja immer Gast hier und da waren wir zu viert. Dann hat es natürlich einen hohen Feuchtigkeitsgrad. Also wirklich zu zweit. Es ist okay. Also guckt euch's an. Wir haben heute Morgen nichts gemacht. Das sieht man nicht, weil das ist so hell da draußen. Ach so. Also es ist minimal. Da sind ein paar Tröpfchen dran und das war's. Also es ist top so. Also gut, klar, lüften muss man natürlich auch. Gehört regelmäßig dazu. Definitiv, um Feuchtigkeit aus dem Wagen rauszubekommen. Da muss man halt leider manchmal auch ein bisschen mehr Hitze verschwenden, das ist einfach so. Also man kann noch mehr Hauben sich irgendwo raufmachen, wenn man nicht lüftet, hilft das auch nicht. Nee. Ja, was haben wir jetzt vor? Wir werden uns jetzt natürlich frisch machen und dann haben wir vor, nochmal spazieren zu gehen, weil wenn wir schon mal im Harz sind, wollen wir das ausnutzen. Das Wetter sieht ganz gut aus und ja, vielleicht kriegt ihr dann auch nochmal... Nee, kriegt er nicht. Kriegt er nicht? Nee, kriegt er nicht. Kriegt er weil nicht. Wenn, haben sie es schon. Ach so, haben sie ja schon. Das Problem ist, wir wissen es nicht. Ha, das ist jetzt ein Geheimnis. Naja, wir wollen auf jeden Fall noch mal ein bisschen spazieren gehen und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist der Plan. So ja, und dann heißt es natürlich, das große Winterfest machen. Und das werden wir euch dann als nächstes zeigen. Und ja, genau. Sind wir mal gespannt. Und dann die Toilette. Das wird ein Geruch. Seid froh, dass es kein Geruch YouTube gibt. Tja, aber ich denke, ihr als Camper kennt das ja. Also von daher, das ist ja normal. Genau. Dann in diesem Sinne... So, zum Winterfest machen heißt das natürlich erstmal Serviceklappe öffnen. Wir werden jetzt hier erstmal das Abwasser natürlich ablassen. Das sollte alles runter sein. Und auch an das Frischwasser denken, denn das solltet ihr auch ablassen. Wo ihr natürlich auch nicht vergessen solltet, was zu machen, ist hier hinten ist der Truma-Wächter.
Das heißt, den auch aufmachen, damit er es gar nicht von sich aus auslöst, sondern dass ihr das Wasser vorher ablasst. Aber wenn ihr den dann aufmacht, dann solltet ihr auch gucken, dass er wahrscheinlich die Heizung abdreht, denn die Heizung heizt ja das Wasser mit auf, nicht dass der einen leeren Tank aufheizt und dann nachher überhitzt. Wir wollen ja nicht die Truma kaputt machen. Ja, damit beginnen wir jetzt erstmal mit dem Abwasser und dann geht's weiter mit der nächsten Klappe, und zwar die Toilette wegzubringen. Jetzt hatten wir ja draußen die Hähne aufgemacht. Die Toilette habe ich in der Zeit entsorgt. In der Zeit konnte der Rest ja rausfließen aus den Hähnen. Ne? Vergesst natürlich nicht, da draußen die Hähne wieder zuzumachen. Das wäre natürlich besser, weil ansonsten kann ungebetenes Viehzeug da rein. Und das will man weder im Frischwassertank haben, noch im Abwassertank. Also denkt da dran. Vorher solltet ihr allerdings nochmal den Rest Wasser durchlaufen lassen. Also das heißt, ich mache hier die Hähne auf. Das habe ich schon gemacht, aber wir zeigen euch das natürlich nochmal. Und dann läuft das nämlich noch gleich damit weg. Und ihr braucht da euch keine Gedanken mehr machen, dass dann noch irgendwo Restwasser dann doch noch hinterblieben ist, weil ihr hier nochmal die Hähne aufgemacht habt. Na? Wollen wir jetzt mal zeigen? Du zeigst das mal. So, warum soll ich das zeigen? Ich habe davon keinen Plan. Ja, du nimmst die Kamera rein. Also in die Kamera. Was ist mit Gas und Strom? Erzähl das gleich, dann haben wir das. Ach so, ja, Strom habe ich noch gar nicht abgesteckt. Das muss ich noch machen, habe ich vergessen gerade. Genau, den stecke ich draußen ab, damit er nicht hier noch unnötig Strom zieht. Das wollen wir im Prinzip nicht, weil das hier nur unnötig Geld kostet. Und ein bisschen halten die Batterien ja auch durch. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Und dann Gas sollte man natürlich auch abdrehen, wenn man nicht, also wenn man es längere Zeit nicht braucht. Meine Eltern werden aber hier wahrscheinlich bald wieder herkommen. Von daher lassen wir es aufgedreht, so dass wir nur noch SMS schicken müssen. Und schon haben wir den Vorteil, wird es hier schon mal warm. Das heißt, wenn die zu Hause losfahren, haben sie anderthalb Stunden Zeit, dann kann es hier schon schön warm sein hier drinnen. Und ja, dann haben sie schon ein vorgewärmtes Auto. So, jetzt machen wir das mit dem Wasser hin. Und dann gibt es das Fazit von unserem Test Wintercamping in Pepper. Oh ja. Wollen wir auch noch nichts verraten? Nein. An die Hähne solltet ihr natürlich alle rangehen. Ich fange immer gerne mit Kaltwasser an, dass ich das aufmache. Dann lasse ich das einen Moment durchlaufen, gehe zu den nächsten Hähnen hin. Hier genauso, alles auf kalt drehen, beide Hähne aufmachen, so läuft alles zurück in den Wassertank. Und wenn das dann, ich sag mal so eine Minute, dann drehe ich nochmal auf heiß, weil da läuft dann nämlich auch noch der Rest zurück in den Boiler. Und vom Boiler wissen wir ja, dadurch, dass wir diesen Frostwächter haben, dann läuft alles wieder raus. Und was wir dann natürlich auch machen, sind dann wieder hier die Hähne zu. Weil auch hier wollen wir im Endeffekt nicht, dass irgendein Krabbelzeugs da rein kann oder sowas, wobei hier immer Filter drin sitzen. Aber man weiß ja nie so genau. Auf jeden Fall kann genug Luft sich ausdehnen dann, so dass das Eis sozusagen, wenn sich Eis bilden sollte, in den Rest der Leitung sich ausdehnen kann. Wasser haben wir fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch dran denken, Kühlschrank. Habt ihr im Sommer genauso? Ich hänge hier mal so ein Tuch rein, damit das Eisfach ein Stück aufbleibt. Und der Kühlschrank selber sollte natürlich auch nicht zu sein, sondern der sollte auch ein bisschen offen sein. Schimmelbildung, dran denken. Ich habe noch eine zweite Sache. Und zwar hier hinten haben wir die Matten hoch, die Matten, genau. Die Matratzen haben wir hochkant gestellt. So kann genug Luft zirkulieren, sodass wir da keine Schimmelbildung auf den, unter den Matratzen haben. Sollte man auf jeden Fall auch tun, ist eine Empfehlung wert. Viele, weiß nicht, es haben schon einige gesagt, dass sie hier hinten auch Schimmelbildung haben oder so, auch in anderen Fahrzeugen. Das liegt halt daran, wenig gelüftet und halt die Matratzen falsch im Prinzip verwendet. Wenn man sie nicht braucht, hochkant stellen, so können sie lüften. Und hier oben sind immer noch kleine Schlitze zum Lüften. Die gehen hier an der Seite durch. Hier ist es zu, aber zu der Seite ist es offen und somit kann die Feuchtigkeit dann immer noch ab nach draußen, und wir haben keine Feuchtigkeit mehr im Fahrzeug. So, zum letzten Mal bequem gemacht hier im Teddy. Also kurzzeitig bequem gemacht. Ist ja auch schon Aufbruchsstimmung. Irgendwie ist es ja so. Und das ist so komisch, ist noch nicht mal um eins, aber wie gesagt, man hat ja auch noch zu Hause ein bisschen was zu tun. Und ich würde sagen, ich fahre relaxed nach Hause. Auf jeden Fall. Also es war sehr schön, und Wintercamping ist schon echt eine tolle Sache. Wenn denn draußen Winter ist. Natürlich, klar. Am schönsten ist es natürlich, wenn es auch schön Schnee ist und es ist da alles freundlich, es sieht alles so nicht so trist, so grau aus, sondern es ist halt alles schön weiß, ne?
Es ist halt irgendwie doch schon schön. Ja, vom Gasverbrauch können wir sagen, sind wir gut zurechtgekommen. Also wir haben ein bisschen überhalb die Gasflasche gehabt und sind jetzt ein bisschen unter Viertel. Also das heißt, wir haben ungefähr, also ein bisschen mehr als eine Viertel Gasflasche über die 2 Tage verbraucht. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Das ist gar nicht so viel. Und dazu mal zu gucken, Temperaturen, also hier nachts bei 10 Grad, tagsüber 14, wenn wir nicht da waren, sondern teilweise auf 12 Grad nur, ne? Ja. Und wenn wir da waren, 17, 18 Grad. Ich glaube, gestern hatten wir 18 Grad, weil es ein bisschen, oder 19 Grad sogar, weiß ich gar nicht. Weil es war ein bisschen kühl irgendwie und da haben wir nochmal nachgeheizt, aber nicht... Hier drinne, ja, ja. Ne. Aber nicht auf 20 oder sonst was, sondern das war richtig angenehm. Ja. Wir merken, zu zweit ist es definitiv, aber das haben auch Eltern schon gesagt, ja. Ist das alles ein bisschen besser zu machen, aber man kann auch mal ein Wochenende oder ein bisschen länger auch mal zu viert hier was verbringen. Das doch, ist ganz, genau. Ganz schön. Also uns hat es gefallen, uns hat das Spaß gemacht, diesen Wintertest hier in Pepper. Jetzt hoffen wir irgendwann vielleicht noch einen Wintertest in Malibu zu machen. Ja, mal sehen. Entweder dies Jahr noch, aber ich glaube da noch nicht ganz dran. Da glaube ich auch nicht dran. Außer der Winter ist im Juli, dann könnten wir vielleicht hoffen haben, aber da möchte ich eher Sommer haben. Genau, wir schauen mal. Also uns hat es gefallen. Ich hoffe euch auch, wenn ja. Dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Genau, wenn ihr Ideen habt, Tipps habt, wo er sagen kann, Leute, so würde ich das nicht machen. Ich würde es ein bisschen anders machen als ihr. Dann... Unten in die Kommentare. In die Kommentare, genau. Weil nur wir können lernen und Schwiegereltern ja auch. Genau, und richtig. Und dann sehen wir uns schon bald wieder auf dann sehen wir uns schon bald wieder mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bis dahin, alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.